und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich zeige euch heute meine Schminkecke im Bad. Und zwar, ich habe keinen Schminktisch, sondern ich schminke mich im Bad. Und dort habe ich halt so ein Regal, da habe ich meine ganzen Sachen drin, die ich so täglich benutze oder alle paar Tage, die ich dann halt nicht hier in meinem Schrank habe. Also ich habe noch einen extra Schminkschrank. Aber das sind so die Sachen, die ich jeden Tag benutze oder halt öfters benötige. Die zeige ich euch jetzt gleich, detailliert auch. Ich werde euch so ein bisschen zeigen, was ich in meinen Badschränken habe. Also auch Produkte für Pflege und sowas, was ich jeden Tag benutze. Nur mal so grob, dass ihr wisst, was in meinen Schränken quasi ist, welche Produkte ich halt da so täglich benutze, damit ihr das halt mal seht. Und ja, wenn ihr Lust darauf habt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Wir werden uns gleich im Bad wiedersehen und dann könnt ihr gucken. So, da würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar, das hier ist mein Schränkchen im Bad, wo ich mich jeden Morgen schminke. Also hier neben stehe ich immer und schminke mich im Stehen. Das sind so die Sachen, die ich jeden Tag benutze. Ich zeige euch jetzt einfach mal so, was hier drin ist, was sich in den Schubladen befindet. Ja, und welche Produkte ich halt jeden Tag benutze. Hier haben wir nochmal auf, das ist noch von heute Morgen. Sagen wir, fangen mal hier vorne an. Also als allererstes habe ich hier so für jeden Tag stehen dieses Magic Finish von M.A. Sam. Das nutze ich aber nicht so oft, sondern nur an den Tagen, wo ich jetzt nicht so ein deckendes Make-up benötige. Ja, deshalb steht das auch immer hier. Dann haben wir als nächstes dieses kleine Körbchen. Also hier ist einmal erstmal eine Zahncreme drin. Ja, ich weiß auch nicht, warum die da drin steht. Auf jeden Fall, die ist sehr gut. Die kann ich euch empfehlen. Die ist von Per Weiß, die Expert Weiß, und die macht wirklich weißere Zähne. So, dann habe ich hier meinen Beauty Blender drauf, den muss ich mal wieder sauber machen. Dann habe ich hier als erstes mein Fixing Spray, das ist von Revolution, das Matte Fix, und das ist richtig gut, das gefällt mir sehr. Das riecht so ein bisschen nach Alkohol irgendwie, aber das stört mich nicht weiter. Ich finde, das Make-up hält damit sehr gut den ganzen Tag. Dann habe ich als nächstes meine Wimpernzange hier drin. Das ist so eine ganz normale, die habe ich mal bei Amazon gekauft. Die ist aber sehr gut, weil man die sehr gut zudrücken kann und die ist bisher noch nicht kaputt gegangen. So, dann habe ich hier noch einen Schwamm drin, den nehme ich immer für meine Konturen, um die so ein bisschen nachzuzeichnen. Der muss auch mal ausgetauscht werden. Als nächstes habe ich diese beiden Primer hier drin stehen, und zwar ist das einmal der von Fix & Rouge, dieser Glow Shiny Highlighter. Den mache ich drunter, wenn ich so ein bisschen ein Glow haben will unter der Foundation. Finde ich sehr gut. Der war mal in der Glossy Box drin. Als nächstes habe ich dieses Gesichtsöl hier von Trend It Up drin. Das ist das Soft Almonds Trockenöl fürs Gesicht. Das mag ich auch sehr gern. Das hat auch eine Pinpette. Nutze ich relativ häufig. Dafür fehlt hier eigentlich noch gar nicht viel. Das ist sehr, sehr ergiebig. Also man braucht hier nur so ein paar Tropfen und das reicht dann fürs ganze Gesicht. Dann habe ich als nächstes diese Konturpalette hier drin. Und zwar ist die von Catrice, die liebe ich. Die ist richtig gut. Die Farben, die sind richtig schön soft. Bröselt zwar so ein bisschen, wenn man hier mit dem Pinsel reingeht, aber ich finde, die haben eine richtig gute Farbabgabe und ich mag die richtig gern. Wenn ich die nochmal irgendwo sehe, kaufe ich mir die auf jeden Fall als Backup nach. Die sieht so aus. Und die ist wirklich richtig schön. Also die kann ich euch nur empfehlen. Und das nächste Produkt, was ich in dem Körbchen habe, ist das hier. Und zwar ist das die Too Faced Sweet Peach Glow Palette. Die ist auch richtig cool. Ich nutze die aber nicht so oft. Also dafür, dass die hier liegt, nutze ich die halt zu wenig eigentlich. Ich werde die auch mal demnächst wieder in meinen Schrank räumen, wo meine anderen Paletten sich befinden. Die sieht so aus und gerade die Töne, die sind richtig schön. Die schimmern total toll. Also es ist wirklich so eine Highlighter-Palette. Die hat auch nochmal einen Spiegel mit drin, was ich bei Too Faced immer richtig schön finde. Und die riecht nach Pfirsich, wenn man die öffnet. Also hier riecht jetzt auch gerade wieder alles nach Pfirsich und ich habe die schon ein bisschen länger. Als nächstes habe ich meinen Lieblingshighlighter hier drin liegen, und zwar ist der von Revolution auch wieder. Das ist der Highlighter Reloaded Datu Divelouche. Der sieht so aus und ich swatch euch den mal eben. Der sieht so aus und ich liebe den. Der ist wirklich total schön und ich nutze den eigentlich jeden Tag. Hier haben wir als nächstes die Essence Crystal Power Palette. Das ist die Blush- und Highlighter-Palette. Die beinhaltet diese vier Farben und ja, wie ihr sehen könnt, wir haben hier schon ein Hit the Pan. Die Farbe nutze ich am allermeisten, die mag ich sau gerne als Rouge, also die gefällt mir super gut.
Dann hier oben der Highlighter, den mag ich hier unten. Das ist so ein Creme-Highlighter, der ist so ein bisschen verdatscht mit dem Rot. Aber an sich sind die Farben sehr, sehr schön und ich mag die Palette richtig gerne. Und ich weiß nicht, wenn ich die nochmal irgendwo finde, kaufe ich mir die auch nach. Allein nur wegen diesem Ton, weil der mir so gut gefällt. Ihr seht, ich nutze die echt oft. Dann als nächstes haben wir noch ein Lieblingsstück von mir drin. Und zwar ist es die Highlight und Contour Pro Palette von NYX. Die mag ich auch richtig gerne. Die sieht so aus und am meisten nutze ich diese beiden Töne, die gefallen mir sehr gut. Die hellen kann man auch gut nutzen, aber die nutze ich eher weniger. Die Palette kommt auf jeden Fall täglich bei mir zum Einsatz und die mag ich genauso gerne wie die eben von Catrice. Also ich wechsle da immer so ein bisschen ab, aber grundsätzlich ist das hier meine Lieblingspalette. So, dann habe ich noch eine kleine Palette hier drin und zwar ist die auch von Catrice. Das ist diese Mini-Palette, das ist die Nummer 010 Afraid of Nothing. Die Future Female heißt die. Die hatte ich in einem Tauschpaket drin und die gefällt mir richtig gut. Die hat schöne Alltagstöne, die kann man gut als Topper nutzen. Der Ton, der funktioniert sogar sehr gut als Highlighter oder für den Augeninnenwinkel kann man die Farben gut nutzen. Ist eine sehr schöne Palette, davon gibt es auch noch andere Farben. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Palette und ich nutze die eigentlich relativ häufig. Deshalb liegt die auch hier in meinem Körbchen drin. Die ist so schön dünn, also wie so eine Karte, wie so eine Kreditkarte. Ganz dünn und handlich, auch perfekt so für die Handtasche, aber ich weiß nicht, wenn man sich unterwegs nicht schminkt, also ich zumindest nicht, dann ist das sinnfrei. So, und das letzte Produkt, was hier in meinem Körbchen jetzt heute drin liegt, also das wechselt bei mir immer täglich oder alle zwei Tage. Ich wechsle immer die Paletten aus. Also die, die ich gerade nutze, die hole ich mir aus meinem Schminkschrank raus. Und aktuell ist es gerade die hier von Love. Das ist die Metallic X Copper. Die sieht so aus und die nutze ich auch relativ häufig. So, als nächstes kommen wir zu diesem guten Stück hier und ihr seht schon, da steht alles kreuz und quer. Das sind so die Sachen, die ich auch täglich nutze oder halt öfters im Gebrauch habe. Ich würde sagen, wir fangen hier unten an und ich zeige euch dann nach oben, was hier drin ist. Also hier unten, da habe ich jetzt so Sachen drin, die ich nicht so oft benutze oder nicht so mag. Hier liegt zum Beispiel noch ein Beauty Blender drin, der kommt jetzt auch mal weg. Seht ihr auch, ich habe den auch nicht mehr sauber gemacht. Der war von Ebelin und der ist echt nicht cool. Also der nimmt das Make-up wieder runter irgendwie. Ich weiß nicht, also mir gefällt der nicht. Ich wollte ihm eigentlich nochmal eine Chance geben, aber ich glaube jetzt, wo ich den gerade in der Hand habe und der auch so aussieht, kommt der weg. Als nächstes habe ich dieses Puder hier von Bella Pierre. Das ist ein Bananenpuder, das habe ich unten drin stehen. Das ist so ein loses und das nutze ich nicht so oft, deshalb steht das unten drin. Also es gefällt mir nicht ganz so gut irgendwie. Das finde ich, sagt mir nicht so zu. Ist ein gutes Puder, das hatte ich mal in einem Adventskalender drin. Und ja, also ich lasse das mal hier unten drin. Dann habe ich als nächstes diesen Gel-Eyeliner von Max & More. Der ist aus dem Action hier drin. Das ist so ein Pöttchen mit so einem Gel-Eyeliner. Nutze ich relativ häufig. Das sieht so aus. Also ihr seht, ich habe da schon ganz schön viel drin rumgepanscht. Der steht auch unten drin, weil ich den aktuell jetzt gerade nicht benutze. Aber ich hatte den jetzt in letzter Zeit öfters benutzt. Als nächstes habe ich von Catrice den Bouncy Bronzer hier drin. Das ist der Caribbean Vibes. So ein Bronzer in Gelform. Der gefällt mir auch richtig gut. Der riecht nach Kokosnuss und den nutze ich im Sommer öfters. Da gefällt er mir gut. Also hier habe ich auch schon einiges von verbraucht, wie ihr sehen könnt. Aber ja, der steht halt jetzt unten drin, weil ich den jetzt im Moment nicht nutze. Aber im Sommer, wenn man wieder ein bisschen braun ist, sieht der eigentlich ganz cool aus. Und der riecht halt gut. Und dann habe ich noch von Seraphine Botanicals Java Guava Butter. Das ist ein Plush-Stick, der sieht natürlich aus wie Sau jetzt, aber na gut, ich wollte es euch ja zeigen, von daher, also der sieht so aus und der gefällt mir richtig gut. Den mag ich auch im Sommer lieber, der ist halt ein bisschen dunkler, aber den kann man schön ausblenden. Das ist halt ein Creme-Produkt und die nutze ich halt nicht ganz so häufig. Das war auf jeden Fall die Schublade hier unten, also hier ist auch noch Platz drin, aber ich lasse das mal so, das ist so ein bisschen übersichtlicher. Die nächste Schublade, das sind meine Puder und sowas. Also das zeige ich euch jetzt auch. Ich hole das mal komplett raus. Hier habe ich als allererstes das True and Solicious Camera Powder. Und hier haben wir diese Situation. Also ihr seht, hier haben wir einen Pan drin und
Das nutze ich wirklich sehr, sehr gern. Das nutze ich jeden Tag und ich bin schon traurig, wenn das leer wird. Ich würde mir das gerne nochmal nachkaufen, aber das ist schon teuer. Und das war mal in der Glossybox drin. Also ich werde mal gucken, ob ich das bei Kleiderkreisel oder so nochmal günstiger finde oder bei eBay. Auf jeden Fall gefällt mir das von allen Pudern am besten. Dann geht es weiter mit diesem Puder und zwar ist das von Manhattan, das 2-in-1 Perfect Term. Das ist in der 21 Sunbeige. Das nutze ich auch relativ oft. Das nehme ich oft mit, wenn ich unterwegs bin. Da kann man sich mal schnell abpudern und das ist halt genau meine Farbe. Mag ich richtig gern, aber hier haben wir noch keinen Pan, aber ich habe schon wirklich sehr, sehr viel hiervon genutzt. Mag das Puder an. Es hat einen Spiegel mit drin und hier neben kann man das halt nochmal aufziehen. Da ist halt so ein Schwämmchen drin, was ich dann halt unterwegs auch nutze wirklich. Mir gefällt das Puder sehr gut. Das mattiert richtig schön ab und hält auch recht lange. Also ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt von mir. Dann geht es weiter mit diesem Kompaktpuder. Das ist von Essence, das Mattifying. Das mag ich nicht ganz so gerne. Ich nutze es aber auch, um mein Gesicht halt so ein bisschen mit dem Pinsel abzupudern. Ja, das nutze ich relativ oft. Das ist die Nummer 02 Sun Beige. Ich mag es halt nicht so gerne wie das Manhattan Puder jetzt gerade. Aber es ist halt auch hier unten drin, weil ich es aufbrauchen möchte. Genau. Als nächstes habe ich noch einen Highlighter hier drin und zwar ist der von Catrice, The Glow Mineral Highlighter und den mag ich richtig gerne. Den habe ich auch schon richtig lang, das ist die Nummer 010 Light Infusion. Da gibt es ja verschiedene Töne von oder gab es verschiedene Töne, ich weiß gar nicht, ob es den noch zu kaufen gibt. Den mag ich sehr gerne für den Alltag, nutze ich auch oft. Und der ist so richtig schön zart und gibt so einen leichten Schimmer auf dem Gesicht, also nicht zu übertrieben und nicht so zugeknallt. Also ihr seht, das war ja mal so eine Kuppel gewesen. Ich habe da schon recht viel verbraucht von. So, den zeige ich euch mal hier daneben. Also den habe ich hier geswatcht und das ist der von Revolution. Also der ist schon heller und pudriger. Der ist so ein bisschen cremiger, feuchter empfinde ich und der ist halt ein bisschen puderiger, aber gibt trotzdem einen schönen Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in dem Licht gut erkennt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und nutze ich auch wirklich oft. Dann habe ich als nächstes diese beiden Puder hier drin und zwar sind die von La Cura. Die sind vom Aldi, falls ihr mein Aldi-Video gesehen habt, wo ich Aldi-Make-up teste. Das sind die beiden Puder und die nutze ich tatsächlich sehr oft, weil die richtig gut sind. Also die kann ich echt empfehlen. Die kosten 1,99 und das sind so gute Puder. Die riechen wie die von Too Faced, so richtig schön nach Vanille. Und ich habe hier zwei Sorten. Also ich habe hier einmal die Nummer 030 Sun habe ich hier. Das ist so ein bisschen dunklerer Ton. Der gefällt mir auch gut. Als Bronzer so ein bisschen. Also man kann so ein bisschen schon sich Konturen damit machen, dass man halt so ein bisschen abgedunkelt ist. Und das hier ist halt das Transparente davon. Das ist recht hell, wie ihr sehen könnt. Also die haben schon einen Unterschied. Ich werde euch die mal nebeneinander halten. Hier könnt ihr mal den Unterschied sehen. Also zwischen dem hellen und dem dunkleren nimmt sich schon was. Und die nutze ich wirklich beide gern. Habe ich auch schon oft genutzt. Vor allen Dingen das Transparente hier sehr oft. Als nächstes habe ich dieses Puder hier drin und zwar ist das von Manhattan. Das ist das Wake Up Radiance Finishing Powder. Das benutze ich allerdings als Bronzer, denn das ist mir so fürs ganze Gesicht zu dunkel. Hier haben wir 6 Farben drin und die lassen sich halt miteinander vermischen. Aber ich nutze das so, um ein bisschen meinem Gesicht so ein bisschen Wärme zu geben. Das gefällt mir ganz gut. Die Pigmentierung ist super gut. Hätte ich nicht erwartet. Das habe ich im Abverkauf bei unserem Rewe gekauft. Das war 50% reduziert und ich habe gedacht, ich probiere es mal und mir gefällt es sehr gut. Sonst wäre es hier nicht in meinem Schränkchen drin. Also ich nutze das wirklich auch oft, das sieht man auch. Ja. Als nächstes haben wir dieses Puder hier von Manhattan. Das ist auch ein Bronzing Puder. Das ist schon sehr alt. Das habe ich wirklich schon arg lange. Hier steht auch keine Farbbezeichnung drauf. Das ist halt arg dunkel. Also für mich für den Winter definitiv zu dunkel, aber für den Sommer geht's. Ich habe das wirklich auch schon oft benutzt. Man sieht auch schon an dem Fännchen, dass das schon öfters genutzt wurde. Im Sommer mag ich das super gerne, um das einfach mal so übers ganze Gesicht auch nochmal im Finish zu geben. Deshalb bleibt das hier in dem Schränkchen drin, weil das wollte ich dieses Jahr eigentlich leer bekommen. Dann kommt eins meiner Lieblingsprodukte und zwar ist das von Physicin Formula, dieser Butter Bronzer und zwar ist der in Light. Ja, ich habe den in Light.
Der gefällt mir sehr gut, der reicht mir auch und den habe ich jetzt im Winter halt sehr oft genutzt, weil der halt wirklich hell ist und nicht so dunkel. Der riecht so gut, der riecht so ein bisschen nach Kokos und nach Tropiken. Ja, so wie die Verpackung aussieht, so riecht der auch. Gefällt mir auch richtig gut, nutze ich sehr oft und habe wirklich schon viel, viel hiervon benutzt und der ist immer noch richtig schön voll. Hier hat man halt unten noch immer so ein Pinselchen mit drin liegen, aber ich habe das mal probiert damit, das kann man eigentlich komplett vergessen. Hier ist nochmal ein Spiegel drin. Ja, das Produkt ist sehr gut. So, das war meine Puderkiste. Die mache ich mal wieder zu. So, dann geht's weiter mit der Schublade. Ich habe die jetzt schon mal rausgeholt. Hier sind dann so Augenbrauenprodukte und Eyeliner drin. Hier habe ich als erstes von Essence das Eyebrow Gel Color and Shape. Das nutze ich relativ häufig. Das ist die Nummer 02 Blond. Das nehme ich immer so ein bisschen, um meine Augenbrauen in Form zu bringen. Das gibt nicht wirklich viel Farbe ab, aber ich habe relativ dunkle Augenbrauen. Deshalb reicht mir das aus, wenn ich das so ein bisschen drauf gebe, um dem eine Form zu geben. Dann habe ich hier von Essence mein Lieblingsaugenbrauengel. Das ist Make Me Brow in der Nummer 02 Brownie Brows. Hier habe ich zwei Augenbrauenstifte, die sind auch schon ziemlich dem Ende nah, wie man sehen kann. Das ist einmal von Catrice Eyebrow Pencil und dann haben wir einmal von Manhattan, den ich richtig gut finde. Den kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr so normale Augenbrauenstifte wollt. Das ist der Eyebrow Tastic Fiber Pencil und der hat so kleine Härchen mit drin, was so ein bisschen die Braue auffüllt. Also die gefallen mir sehr gut und das ist eine richtig coole Farbe, weil die passt genau zu mir. Ich weiß noch nicht, 002 Medium ist das. Dann habe ich hier von Benefit 24 Stunden Brow Setter. Der hält auch wirklich richtig gut, muss ich sagen. Den habe ich jetzt in der Glossy Box mit drin gehabt, glaube. Nee, doch in den Ostereiern von Glossy Box war das mit drin. Der ist ganz gut, aber ich glaube, für das viele Geld würde ich mir den jetzt nicht nachkaufen. Ich muss den noch ein bisschen testen, um da mehr zu sagen. Der hält auf jeden Fall bombenfest bisher und genau, deshalb liegt er hier auch mit drin. Dann habe ich hier noch einen von Manhattan. Der hat hier unten so eine Spule dran. Und oben ist der halt so zum Rausdrehen. Den nutze ich auch häufig. Und ich glaube, der ist auch fast leer. Also da muss ich mir mal einen neuen kaufen. Den habe ich auch gemocht. Der ist auch von Manhattan. Also Manhattan hat richtig gute Augenbrauenprodukte, finde ich. Der nächste ist genauso, der hat hier unten wie so ein Pinselchen dran. Das ist auch so einer, den man hier oben so aufdrehen, hochdrehen kann. Auch schon fast zu Ende, der ist von Rival Le Loup. Und hier unten hat er halt so ein Bürstchen hier dran. So, und hier habe ich noch einen Eyeliner von Essence. Das ist der Eyeliner Pen Long Lasting in Braun. Den nutze ich für ein bisschen unauffälligere Looks. Der kommt nicht so oft zum Einsatz irgendwie, aber der ist dennoch hier drin, weil ich den halt auch mal leer kriegen will irgendwann. Die trocknen ja auch aus. Dann habe ich von Essence den 18 Stunden Super Last Eyeliner hier drin. Den mag ich auch ganz gerne bis auf die Spitze. Wenn man die rauszieht, das spritzt in alle Richtungen und dann hat man hier das ganze Schränkchen versaut. Und daher mag ich den nicht ganz so gerne. Aber vom Halt her und von der Intensität der Farbe ist der richtig gut. Hier habe ich dann noch vier normale Kohl-Eyeliner, also die ganz normalen mit 16 Stunden Halt hier. Die sind sehr gut. Das sind die von Essence. Die beiden, die mag ich richtig gern. Dann habe ich noch einen von NYX, der ist auch ganz gut. Und dann einen von Douglas. Da ist aber von Essence wirklich der am besten. Und ja, die vier halt noch, seht ihr ja, die habe ich auch schon sehr viel verbraucht. So, und dann habe ich noch einen hier von Rival Le Loup Young, ein Eye Pencil aus der koreanischen Serie war der gewesen. Der ist unten auch so zum Hochdrehen. Das ist auch so ein ganz normal schwarzer und der ist auch schon ein bisschen verbraucht, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich als nächstes noch hier so einen Eyeliner in Weiß, also so ein Kohl Eyeliner ist das. Der war von P2 mal gewesen, also könnt ihr euch denken, wie alt der schon ist. Der war mal irgendwann vom DM, nutze ich sehr, sehr selten. Ich habe mir den für die Wasserlinie ursprünglich mal gekauft, um das Auge größer wirken zu lassen. Ja, der liegt halt auch hier drin. Dann habe ich noch einen braunen, normalen Kajalpencil, der ist von Essence. Ja, der ist in Braun und ja, und der ist schon ganz schön kaputt, wie ihr sehen könnt. Den nutze ich aber ab und zu mal für die Wasserlinie, damit das nicht ganz so zugeballert aussieht, dass es so ein bisschen leicht halt nur Farbe hat. So, das war diese Schublade. Da sind halt meine Eyeliner und so drin. Jetzt machen wir uns gerade an die nächste Schublade.
Die nächste Schublade sieht so aus. Und wie ihr schon sehen könnt, ja, hier liegen Mascaren und sowas drin. Hier habe ich als erstes diese Oil Control Paper drin. Die waren im Adventskalender. Die nutze ich eigentlich so gut wie nie. Zwischendurch mal vielleicht. Ich habe vielleicht 3 Stück hiervon benutzt. Dann habe ich hier noch Ersatzgummis von Evelyn für meine Wimpernzange. Die liegen auch mit hier drin, weil die bei mir mit für Wimpernprodukte dazu zählen. Keine Ahnung. So, dann sehe ich noch, das gehört hier nicht mit rein. Das ist auch nochmal so ein Kohl-Eyeliner. Der war von Bella Pierre und der war in irgendeiner Box jetzt letztens mit drin gewesen. Ich glaube in der Pink Box. Jedenfalls kommt der jetzt auch mit in die Schublade. Fangen wir mal an hier und zwar mit der Mana Kadar Wimperntusche. Die gefällt mir überhaupt nicht. Die werde ich jetzt auch aussortieren, weil die total trocken ist. Und ich weiß nicht, die formt meine Wimpern nicht schön. Die sieht zwar von der Verpackung richtig cool aus, weil die so verdreht ist, aber die Bürste an sich ist nicht so gut. Also die Bürste sieht so aus und ihr seht vielleicht, das Produkt ist total trocken und die bröselt einfach nur und die riecht auch irgendwie total chemisch. Ich mag die auf jeden Fall nicht und die sortiere ich jetzt hiermit auch aus, wenn ich die schon gerade in der Hand habe. Dann habe ich noch die Create Lashes hier drin von Maybelline. Die finde ich ganz gut für die unteren Wimpern. Für die oberen Wimpern brauche ich ein bisschen mehr Drama. Deshalb liegt die auch immer ganz hinten, weil die nur für die unteren Wimpern gut funktioniert für mich. Dann habe ich als nächstes eine Lash Foundation hier. Und zwar ist sie von Trended Up. Das ist so eine Base. Die funktioniert super gut, wenn man die unten drunter macht. Dann hat man echt vollere Wimpern und das sieht alles ein bisschen dichter aus. Ja, gefällt mir super, super gut. Gut, werde ich mir auch nachkaufen, hatte ich auch in einem Tauschpaket mit drin von der Xenia. Also richtig cool, danke nochmal. Als nächstes habe ich noch eine Mascara und zwar von Biokura. Die war aus dem Aldi gewesen, die Definition and Care Mascara. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die trennt richtig schön die Wimpern. Die erinnert mich so ein bisschen an die Glam and Doll von Catrice. Also die hat auch nur 1,99 gekostet. Die ist wirklich super. Dann habe ich im Moment eine kleine in Benutzung. Und zwar ist die von Chanel. Die war aus einer Zeitung gewesen, aus der InStyle. Das ist so eine kleine Probe. Und die hat so ein Bürstchen, was innen drin hohl sein soll, damit man mehr Schwung aufbauen kann. Die sieht so aus, aber wie ihr sehen könnt, hier ist so viel Produkt dran, das muss man erst nochmal immer hier abstreifen. Und für das sie von Chanel ist, sagt die mir dann nicht so zu, weil die ist ja auch richtig teuer, wenn man die nachkauft. So, und dann die letzte, das ist mein heiliger Gral, das ist die Bella Dan 6 Mascara von Too Faced. Ich finde die Verpackung mega cool, fühlt sich super hochwertig an, habe ich mir irgendwann mal gegönnt und die geht jetzt langsam leer. Ja, bin ich sehr traurig drüber, ich weiß noch nicht, ob ich mir die nachkaufen werde oder nicht. Die kostet immerhin 20 Euro, aber das ist wirklich die beste Mascara, die ich je hatte und ja, ich denke mal schon, dass ich mir die irgendwann nachkaufen werde. Das war auf jeden Fall meine Kiste für die Wimpern. So, dann machen wir mal hier mit den kleineren Schubladen weiter. Und zwar hier unten in der kleinen habe ich eine Concealer and Corrector Palette. Die ist von BH Cosmetics. Die mag ich auch ganz gern. Sind 6 Farben drin. Das Ganze sieht so aus und auch richtig zugematscht, wie ihr sehen könnt. Also ich nutze die echt oft. Ich muss die auch unbedingt mal sauber machen. Das ist ja jetzt richtig peinlich eigentlich. Aber ja, ich habe gesagt, ich zeige euch jetzt meine Sammlung, so wie die ist, beziehungsweise mein tägliches Make-up. Ja. So, in der nächsten Schublade befindet sich, und zwar nochmal was zum Konturieren. Da habe ich einmal von Look by Bieber, das habe ich von der lieben Alina mal geschickt, kriegt in einem Tauschpaket eine Contouring-Palette. Hier ist ein Blush, ein Highlighter und ein Bronzer drin und die gefällt mir auch richtig gut. Die krümelt zwar ein bisschen, aber mir gefällt das Ergebnis damit sehr schön. Deshalb bleibt die auch hier drin, weil ich die öfters benutze. Dann habe ich von Rila ein Produkt hier drin, Cheek Trio. Das war aus der Glossy Box gewesen, nutze ich auch sehr gerne. Das ist die Palette hier und man sieht, ich habe die echt schon oft genutzt. Vor allen Dingen den Highlighter, der gefällt mir sehr gut. Der ist ein bisschen zu dunkel und der ist eigentlich ganz schön. Vergesse ich aber immer, dass ich den habe, deshalb. Ich muss die mal öfters wieder nutzen, gerade jetzt im Sommer ist die, glaube ich, ganz schön. Die bleibt auf jeden Fall auch mit hier drin. So, in der nächsten Schublade habe ich das hier drin und zwar ist das von Sleek. Eine Highlighter-Palette, die sieht so aus und die gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich die noch hier drin habe. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, weil ich weiß nicht, wem ich die geben sollte. Die sieht nämlich auch schon ein bisschen zermatscht aus. Jedenfalls gefallen mir die Töne nicht. Die hat hier so
zwei, drei nasse Töne bzw. cremige. Und da ist dann ein Puderprodukt drin. Mir gefallen die Produkte aber überhaupt nicht. Ich mag das mit diesem Blauschimmer oder Grünschimmer drin nicht. Ja, deshalb denke ich mal, werde ich die jetzt auch aussortieren, wenn wir gerade dabei sind. Platz für Neues. So, und hier oben in der obersten Schublade, hier ist ein Spitzer drin und hier sind dann noch Krümel drin. Dann habe ich hier einen Glitzer-Jelly drin und zwar ist der von Wonder 2. Der war auch mal aus der Glossy-Box, ich glaube im November. Das ist halt so ein Glitzergel, was man sich auf die Augen geben kann oder halt auf den Körper. Das funktioniert auch ganz gut, nur ich weiß nicht, ich habe keinen Anlass, wo ich das für benutzen könnte, weil das ist halt so Gold mit Grün und Orange schimmert das so ein bisschen. Ja, deshalb steht das hier oben drin, dass ich da halt dran denke, dass ich das habe. Vielleicht mal für einen Instagram-Look oder so, aber ansonsten, naja, steht der halt hier drin. So, und als nächstes habe ich diese Highlighter, beziehungsweise, ja, Highlighter-Drops sind das genau. Dreamcatcher von Max & More hier drin. Das mache ich mir gern mal so als Illuminator unter die Foundation. Gefällt mir richtig gut. Aber im Sommer auch ein bisschen schöner, weil das so ein bisschen Bronze-Goldfarben ist. Aber ihr seht, ich habe das schon sehr oft genutzt und gefällt das einfach sehr gut. Ich weiß nicht, ob es das noch in anderen Farben gibt. Ich hatte das mal auch in einem Tauschpaket gehabt. Ich muss mich da bei Action mal umschauen. Vielleicht gibt es da auch noch hellere, die man unten drunter mischen kann. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die nutze. So, in der nächsten Schublade hier haben wir nur dieses Produkt. Und zwar ist das von Too Faced. Auch eins meiner Lieblingspuder. Deshalb ist das auch hier drin. Das ist so ein Bronzing-Puder und das sieht so aus. Sehr schön, riecht richtig toll vanillig. Aber das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem Aldi-Puder, was ich euch eben gezeigt habe. Im Prinzip hätte das Aldi-Puder auch ausgereicht. Ja, aber den habe ich halt schon länger und den nutze ich auch ganz oft. Es ist der Milk Chocolate Soleil. Sieht so aus. Ja, gefällt mir auch gut. Liegt hier drin, aber ja, halte ich immer ein bisschen für gut, weil ich nicht will, dass der leer geht. So, die nächste Schublade. Ihr seht schon, hier liegt ein Blush drauf. Das ist der Blush von Gosh. Der war jetzt auch in diesem Glossy Osterei drin. Den mag ich super gerne. Der ist ganz zart und den kann man für täglich benutzen. Der krümelt halt ein bisschen, aber ansonsten ist er ganz weich und wie Butter, wenn man mit dem Finger reingeht. Ich zeige euch den mal. Sieht so aus, also der ist richtig hell und der kommt aber auf dem Gesicht ganz schön raus, finde ich, und gibt so eine richtig schöne, warme Backe. So, und hier habe ich noch ein paar Monolidschatten drin. Das sind halt so vier Stück, die ich öfters mal benutze. Benutze ich ja eher selten. Hier ist einmal ein brauner von Alverde. Der war auch mal aus einer Box gewesen. Der ist halt so dunkelbraun und ist ganz gut pigmentiert. Deshalb ist der noch da. Dann von Yves Rocher zwei Stück, die mir sehr gut gefallen. Das ist einmal so ein heller und einmal so ein dunkler. Anthrazit und einmal so ein Rosé. Und der hier ist von Kiko. Das ist so ein ganz heller. Den benutze ich gern, um das Ganze ein bisschen auszublenden am Auge. Ich zeige euch die aber nochmal näher. Das ist der von Kiko und der nennt sich High Pigment. Das ist die Nummer 04. Das ist der von Alverde. Das ist Sparkling Brows in Nummer 04. Das ist der dunkle von Yves Rocher und der hat so Schimmerpartikel mit drin und deshalb finde ich den so schön und nutze den auch ab und zu. Also nicht so oft, wie ihr seht, aber ab und zu schon. Und das hier ist der rosane von Yves Rocher. Also den seht ihr ja, den habe ich schon öfters genutzt. Den mag ich auch richtig gern für den Augeninnenwinkel oder so. Der ist halt schön pigmentiert und funkelt und glitzert so schön. Der gefällt mir auch gut. So, und hier in der nächsten Schublade habe ich auch nur eine Palette drin. Das ist die von Essence. Die war auch aus dem Adventskalender. Die war in der Nummer 24 drin. Die finde ich richtig schön. Eyeshadow-Palette. Wird hier halt so ein bisschen winterliches Muster drauf. Und die sieht so aus. Das ist so eine richtig schöne Alltagspalette, finde ich, weil die richtig tolle Nude-Töne hat, Brauntöne, in Rot hat die. Eine sehr schöne Palette. Ich nutze die tatsächlich auch oft und auch so für den Alltag, wenn ich so ein bisschen dezentes Make-up möchte. Nicht nur für Weihnachten, weil das jetzt so ein Weihnachtsmuster hat, aber an sich, deshalb liegt die hier drin. Ist sie sehr schön pigmentiert und ja, nutze ich gerne. So, und hier in der obersten Schublade habe ich eigentlich nur meine Magnetwimpern drin. Die waren mal von Amazon gewesen und die mag ich super gerne. Hätte ich nicht gedacht, weil die günstig waren.
die sehen so aus und das hier sind jetzt die leichten, also die sind auch richtig schön und hier unten drunter sind nochmal welche drunter. Das sind halt welche mit so ein bisschen Kaboom. Die mag ich auch gerne, nutze ich beide und funktioniert auch echt top. Hätte ich nicht erwartet. Dazu habe ich halt diese nicht magnetische Zange hier dabei gehabt und diesen Magnet-Eyeliner. Also das funktioniert super. Ich mache immer erstmal einen normalen Eyeliner drauf, also den flüssigen, und dann gebe ich halt hiervon noch eine Schicht drauf und damit halten die Wimpern halt ganz gut. Falls ihr Interesse habt, ich werde euch die Produkte, also beziehungsweise einige von den Produkten, mal unten in die Infobox rein verlinken. Auch gerade die Wimpern, weil die sind wirklich gut. Also die kann ich echt empfehlen, falls ihr euch die nachkaufen wollt. Dazu habe ich euch wieder ein bisschen näher geholt, damit ihr meinen Krempel hier sehen könnt. Also ich hoffe auch, dass die Videoqualität so in Ordnung ist, dass ihr alles hört und auch seht. Ja, weil ich hier im Bad jetzt hier so an der Wand sitze. Also hier ist halt nur mal mein Schränkchen und ich wollte das nicht alles abräumen. Ich würde sagen, wir fangen mal hier unten an. Also das sind so meine Lippenpflegeprodukte. Hier habe ich einmal von Altera, den hatte ich ja schon in meinem Lippenvideo gezeigt. Der Bio-Waldbeerenbalsam und der ist so schön. Der gibt so einen richtig zarten Glow auf den Lippen. Der sieht so aus. Fällt mir richtig gut. Dann habe ich hier als nächstes von Kneipp den Lippenbalsam. Der ist ganz normal durchsichtig und der ist in Duft Vanille. Gefällt mir auch super. Wie ihr seht, das sind so halt die Basics und die Sachen, die ich jeden Tag nutze. Das hier ist auch nochmal ein Lippenpflegestift. Der war aus der Vegan Beauty Basket. Der gefällt mir auch gut. Bloody Captain Orange ist das von Good Boom. Der schmeckt richtig schön nach Orange. Dann habe ich noch einen hier von Caudalie. Der ist auch super. Den habe ich von der Lena. Nutze ich auch täglich, beziehungsweise ich wechsle das Ganze immer so ein bisschen ab. Also man kann ja nicht alle täglich benutzen. So, dann habe ich hier von Essence einen Lipgloss. Den will ich jetzt leer machen, deshalb steht der auch hier drin. Also hier stehen auch immer die Produkte drin, die ich gerne leer machen möchte, die ich halt auch häufig nutze. Das ist halt so ein Lipplumper, der so ein bisschen Schimmer mit drin hat. Benutze ich jetzt auch täglich momentan, damit der leer wird, weil ich habe schon wieder einen neuen hier stehen. Dann habe ich ebenfalls einen Lipplumper, der ist aber jetzt erst neu hier eingezogen von Pixi. Den habe ich mir auch mal hier reingestellt, damit ich dran denke, dass ich den habe, weil der sehr schön ist vom Finish her. Dann habe ich hier von Bella Pierre noch einen, das ist auch so ein Lipgloss. Den benutze ich aber nicht so gerne, obwohl der schon bis zur Hälfte fast leer ist. Das ist halt so ein bisschen rosiger. Dann habe ich einen Contour-Stick und zwar so einen cremigen. Der ist von Action, Max & More. Den nutze ich allerdings eigentlich fast gar nicht. Warum der auch immer hier drin steht, also den werde ich jetzt auch raustun. Dann habe ich einen Concealer von Hey Honey. Der ist richtig gut, der ist auch fast leer. Ich habe es bald geschafft. Trick and Treat ist das. Das ist ein Propolis Cream Corrector Concealer und den benutze ich sehr gerne. Der ist aber super teuer, um den nachzukaufen. Deshalb schade, wenn der leer ist, aber auf der anderen Seite, ich habe noch andere Produkte, die ich dann aufbrauchen möchte. Bin ich dann froh, wenn ich so ein Produkt dann irgendwann mal leer habe. Dann habe ich hier oben noch von Manhattan eine Insta Strobe and Highlight Creme. Die nutze ich unter meiner Foundation, ebenso wie dieses von Max & More, was ich euch eben gezeigt habe, um so ein bisschen Highlight und Glow ins Gesicht zu bekommen. Ist sehr gut, ist auch schon fast leer, also das steht hier und das mische ich mir nach Lust und Laune mit in meine Foundation oder mache es unter meine Foundation. So, dann habe ich noch eine Probe hier und zwar ist die von Too Faced, dieser Peach Primer. Und der gefällt mir überhaupt nicht. Also ich bin froh, wenn die Probe leer ist. Ich würde mir den niemals nachkaufen, weil der einfach viel zu teuer ist. Der hält nicht das, was er verspricht irgendwie. Keine Ahnung, also mir gefällt der nicht. Mir persönlich. So, dann haben wir noch eine Mascara. Die gehört hier auch nicht rein. Das ist die Black Magic Mascara von iEco. Die kommt jetzt auch unten in die Schublade rein. Die gefällt mir auch nicht so gut. Die trennt nicht so schön die Wimpern und die gibt auch nicht so ein schönes Volumen. Ich habe mir so viel erwartet davon, aber ja, ich habe da jetzt nochmal eine Chance gegeben gehabt. Die stand jetzt hier, weil ich die genutzt hatte, aber die kommt jetzt erstmal unten rein. Ich versuche es irgendwann nochmal, aber jetzt direkt im Moment habe ich keine Lust dazu. So, dann haben wir hier noch was und zwar ist es von Lollipops, dieser Fluid Glowy Illuminator. Den kann man auch unten drunter machen, das ist so ein Flüssig-Highlighter, ebenso wie dieses von Manhattan, was ich euch eben gezeigt habe. Also das mache ich auch nach Lust und Laune, mal unter das Make-up oder mische es halt mit rein. Das gefällt mir allerdings nicht so gut. Ich will es halt leer machen, weil ich es nicht wegwerfen möchte.
So, dann habe ich noch einen Concealer von Revlon hier drin. Das ist der Candid Photo Ready. Ich muss gerade erstmal gucken, der Photo Ready. Auf jeden Fall ist das 005 von der Farbe her und der ist sehr gut. Ich habe mir den gekauft, weil ich bei der Frühlingsrolina das gesehen habe, dass die so günstig gab bei Rossmann. Und ich war dann in einem Rossmann gewesen, wo ich normalerweise nicht hingehe. Und da gab es die dann auch 40% günstiger. Da habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Fand ich so, so gut, dass ich dann am nächsten Tag nochmal hin bin und habe mir die Foundation dazu gekauft. Die gab es zum Glück auch nochmal in meiner Farbe. Falls bin ich froh, dass ich den habe, weil der wirklich richtig gut ist. Finde es nur schade, dass jetzt halt Revlon aus dem Programm genommen wurde. Somit kann ich mir den leider nicht nachkaufen. Als nächstes habe ich noch einen Concealer hier drin und zwar ist der von BH Cosmetics. Das ist der Studio Pro Concealer. Den mag ich überhaupt nicht. Der hat so einen ganz blöden Applikator unten drauf. Ich zeige euch das mal. Und zwar sieht der so aus und ja, ich kann das immer nur mit einem Pinsel so ein bisschen abnehmen. Der ist mir auch ein bisschen zu dunkel, ehrlich gesagt. Den habe ich auch mal im Sale gekauft für 3,50 € oder so. Den werde ich jetzt versuchen leer zu bekommen im Sommer und dann werde ich mir den auch nicht mehr nachkaufen. Der kriecht in die Fältchen, der gefällt mir überhaupt nicht. Vielleicht, ich könnte den auch eigentlich entsorgen, aber ich finde das immer so schade, die Produkte einfach so zu entsorgen. Also wie ihr seht, hier ist alles kreuz und quer. Also das hat hier auch keine Hand und keinen Fuß, was ich hier drin habe. Wie gesagt, das ist so das, was ich täglich benutze und ich zeige euch das so, wie das ist. Also ich habe hier nicht extra vorher für aufgeräumt oder so. Ja, als nächstes habe ich hier die Rival de Loop Natural Lift Make-up Foundation drin. Und zwar hatte ich ja schon mal ein Video damit geschminkt, da war ich nicht so ganz damit zufrieden. Jedoch, ihr seht, also ich nutze die, die ist schon gut angebrochen und ich nutze die auch eigentlich im Moment täglich. Die hat halt eine optische Faltenreduzierung und ich habe hier die Farbe 06 Natural. Gefällt mir sehr gut bisher jetzt. Also am Anfang fand ich die ein bisschen doof, aber vielleicht musste sich meine Haut daran erst gewöhnen. Jetzt auf jeden Fall nutze ich die sehr gerne und ich überlege sogar, ob ich mir die nachkaufe. Als nächstes habe ich noch eine Foundation hier drin und zwar die hier. Die ist von La Cura. Die war aus dem Aldi, das Make-up. Perfekte Deckkraft und natürliches Aussehen. Also die nutze ich auch relativ häufig. Ich muss mir die nur ein bisschen mit einer hellen mischen, weil die mir ein klein wenig zu dunkel ist. Ansonsten ist die auch ganz gut. Das ist die Nummer 10, transparent. Heller gab es leider nicht. Also die hellste Farbe ist mir zu dunkel vom Aldi. Aber dafür, dass sie nur 1,99 € kostet, also ist die echt top. Was ich dazu sagen muss, damit ihr nicht denkt, ich habe hier so viel Foundation und alles stehen, ich wechsle meine Foundation. Also ich benutze nie 2 Tage oder 3 Tage hintereinander die gleiche. Meine Haut tut das nicht gut, wenn ich immer dieselbe benutze, habe ich festgestellt. Ich bekomme dann irgendwann Pickel. Deshalb wechsle ich das immer ein bisschen ab und tausche das aus. Deshalb steht hier auch so viel durcheinander. So, als nächstes geht es hier weiter. Und zwar habe ich hier einmal so einen Eyeliner. Das ist so ein, ja, Glitzer-Eyeliner. Liquid Eyeliner von Catrice, den nutze ich eigentlich selten. Weiß auch nicht, warum der hier drin steht. Also es ist so ein heller. Der sieht so aus. Der deckt mir nicht genug irgendwie, aber ja, ich lasse den mal hier drin, weil ich wollte den eigentlich aufbrauchen, weil der mir halt nicht so gefällt, dass ich den halt nicht wegwerfen muss. So, als nächstes habe ich einen Eyeliner hier drin und zwar ist das der Stamp and Track von Ciate London. Den mag ich auch gerne. Das ist halt der, der so einen Stempel hat hier unten. Also der macht halt so Stempel und da kann man sich einen Wing halt mitziehen. Den Stempel nutze ich relativ wenig. Ich nutze dafür eher diesen Stift hier, weil mit dem kann man richtig schön einen Wing ziehen oder halt feine Linien ziehen. Der funktioniert richtig gut. Kann ich euch nur empfehlen. Der bleibt lange feucht und trocknet nicht aus. Der steht auch mit hier drin, weil ich den täglich im Moment nutze. Dann habe ich noch so eine Augenkorrekturklinge hier drin. Augenbrauen, nicht für die Augen, Augenbrauen. So, dann habe ich noch einen Concealer, den habe ich jetzt halt schon aufgeschnitten. Da gehe ich mit dem Pinsel rein, hole mir den Rest raus. Den mochte ich am Anfang überhaupt nicht. Der ist von Astor, der Skin Match Protect Concealer. Und der hat hier unten auch so ein Applikator-Schwämmchen drauf. Aber hier kam halt jetzt nichts mehr raus. Deshalb habe ich den oben aufgeschnitten. Der hat mir am Anfang, wie gesagt, gar nicht gefallen. Und ja, jetzt mag ich den total gerne. Jetzt gibt es den aber nicht mehr. Total blöd. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir nochmal 2, 3 Stück gekauft.
kauft, aber ja, es gibt ja noch genügend andere und ich habe ja auch noch genügende von daher. Dann kommt mein Lieblings-Eyeliner und zwar ist das der Black Magic von Aiko. Der begeistert mich wirklich von Tag 1 an, also der funktioniert und funktioniert und funktioniert. Der ist jetzt 4 Monate alt und der ist so klein, also ihr seht ja, wie mini der ist. Hier kommt immer noch Produkt raus und der ist immer noch schön schwarz auf dem Auge. Also der begeistert mich wirklich. Dafür, dass das hier so eine Probegröße war, so eine Reisegröße, ist hier verdammt viel drin gewesen. Also ist auch noch drin. Ich zeige euch mal gerade. Also seht ihr hier, der ist immer noch schwarz, obwohl der 4 Monate alt ist und der macht so schöne, präzise Linien. Ich liebe den, also ihr seht ja, der ist richtig gut. Ich kann euch den nur empfehlen. Der kostet aber allerdings 20 Euro bei Look Fantastic. So, jetzt geht es hier hinten noch weiter mit dem Krempel und hier vorne. Und dann haben wir das gleich auch geschafft hier mit dem Kästchen. Das gibt, glaube ich, doch ein längeres Video. Ich habe gedacht, das Video wird nicht so lang. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch die passende Foundation zu dem Concealer, den ich euch eben gezeigt habe. Das ist die Candid von Revlon. Ja, Anti-Pollution, Natural Finish, die gefällt mir sehr gut. Die hat die Farbzeichnung Nummer 120 und ihr seht, die ist flach wie eine Flunder, weil ich nutze die sehr, sehr oft. Ich wechsle die immer ab halt mit dieser anderen von Rival de Loop Young. Ja, die gefällt mir so, so gut. Die hat hier oben so einen Pumper und hier kriegt man wirklich halt auch noch den letzten Rest raus, wenn man sich das drückt. Überrascht mich sehr, hätte ich nicht gedacht, dass Revlon so gut ist. So, dann habe ich hier noch ein Produkt drin und zwar ist das ein, ja, Duo Concealer von Alverde, ein Eye Brightener und hier ist halt so ein Wake-up-Serum mit drauf, was man wie so ein Ball hier aufs Auge aufrollen kann, aber nutze ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß auch nicht warum und das hier kann man halt mit so einem Applikator aufs Auge dann drauf machen, um das Auge optisch aufzuhellen, um halt Augenringe zu kaschieren. Aber ja, ich nehme mir das halt immer wieder vor und dann habe ich doch gar keine Lust, den morgens zu benutzen. Warum auch immer, der geht nicht an mich. So, hier hinten haben wir dann noch von Manhattan. Also ihr seht, ich habe auch eine Menge von Manhattan, weil die Marke überzeugt mich einfach. Also die finde ich richtig gut. Ja, auf jeden Fall haben wir hier einen Endless Day Eye Primer. Der kommt auch mit so einem Applikator. Das Ganze sieht so aus und ja, das ist halt so ein Eye Primer, ein ganz normaler. So, dann geht es hier weiter. Und zwar habe ich im Moment in Benutzung den My Skin Perfecta von Essence. Das ist der Tinted Primer in Medium Beige. Das Ganze hat so einen Blur-Effekt und ja, das ist so ein bisschen getönt. Den kennt ihr sicherlich alle und sieht so aus. Als Primer funktioniert das wirklich ganz gut. Man kann den auch ohne Make-up nutzen, aber das deckt mir nicht genug. Von daher, ja, nutze ich den so als Primer unten drunter. So, dann habe ich noch eine Foundation und zwar ist das die La Roche-Posay, die ich im Moment in Benutzung habe, die halt auch hautpflegende Eigenschaften hat und die ist antiallergen und so weiter. So, die tut die Poren verkleinern, die kann ganz viel und die ist richtig schön, die kostet aber auch 17 Euro. Und die ist mir jetzt ein bisschen zu dunkel im Moment. Ich warte jetzt, dass ich ein bisschen brauner werde, dass ich die nutzen kann. Das ist zwar schon die 11 Beige Light, aber irgendwie gab es die nicht heller. Und hier ist auch wieder wie bei der Aldi Foundation, das hellste ist mir noch zu dunkel. Dann kommt mein heiliger Gral der Foundations. Und zwar ist das die Estée Lauder Double Wear. Da habe ich mir auch extra den Pumper für gekauft. Der kostet nochmal extra 4,95, was ich ziemlich happig finde, ehrlich gesagt. Weil die Foundation, die ist ja schon mega teuer, aber das ist halt wirklich die beste Foundation, die es gibt. Und ihr seht, bis hierhin ist die schon leer, also ja, fast bis zur Hälfte. Ich habe mir auch schon eine neue gekauft. Die steht schon in meinem Backup-Schrank und ich liebe die einfach, weil ich konnte die jetzt letztens günstig kaufen und da habe ich mir halt ein Backup gekauft. Ich glaube, da habe ich nur 28 Euro dann dafür bezahlt, dafür geht das. Hier habe ich die 1N1 und die passt halt perfekt zu meinem Hautton. Ich bin halt so der neutrale Hauttyp. Die kann ich euch echt empfehlen. Dann habe ich noch von Alverde den Hautbildverfeinerer, den ich im Moment täglich nutze. Der hat so Goldschimmerpartikel mit drin. Als Primer funktioniert das Ganze sehr gut und ich finde, das nährt auch so ein bisschen die Haut noch mit Feuchtigkeit. Kann ich echt empfehlen. Ich nutze den jetzt schon im Moment. Also ihr seht, ich habe den schon im Moment lang benutzt, dass ich halt was dazu sagen kann.
Ja, mir gefällt der wirklich gut. Mal gucken, vielleicht kaufe ich mir den auch nach, aber noch habe ich welchen im Schrank, von daher. Es sind halt so schöne Goldkrümelflakes drin, die dann halt so ein bisschen zerbrechen beim Rausholen. Dann habe ich noch von 3INA einen Lip Primer hier drin, den mache ich mir halt gern unter Lippenstift drauf, aber nutze ich halt nicht so oft. Ich vergesse auch immer, dass der hier drin steht. Der sieht so aus. Der ist halt so ein bisschen heller. So, als nächstes habe ich diese verschmuddelte Foundation hier noch drin. Die ist von Essence, die Insta Perfect, in der Farbe 50. Die ist mir natürlich viel zu dunkel. Und da die viel zu dunkel ist und die fast leer ist, also die ist noch so viel drin ungefähr, nutze ich dann diese hier dazu, weil die ist mir viel zu hell. Das ist die Fit Me und diese beiden Foundations zusammen, die funktionieren richtig gut. Die geben so ein schönes Finish. Das ist einmal die Matte Poreless und dann haben wir hier halt dieses Liquid Make-up Strong Matte. Und zusammen geben die so ein schönes Finish. Also die passen wirklich gut zusammen. Ich habe das ja einfach mal so probiert, weil die beiden halt weg müssen. Also die ist auch schon fast leer. Hier ist fast nichts mehr drin und die hier auch, also die nutze ich momentan zusammen. Deshalb stehen die hier, dass die leer werden. Und zum Schluss habe ich hier so ein Gesichtserfrischungsspray drin. Das ist von Catrice, das Energizing Prime and Care Spray. Das ist mit Grapefruit, Kiwi und Vitamin C. Also man riecht das auch, das riecht so ein bisschen vitaminig. Und das ist auch schon fast leer. Das mag ich super gerne. Ich würde mir das auch nachkaufen, nur ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also müsste ich mal gucken im DM oder so. Das ist auf jeden Fall gut. Das mache ich unter mein Make-up und manchmal fixiere ich auch mein Make-up damit. Also es geht beides und der Duft ist halt gut. Ja. Also vorwiegend mache ich das aber halt auch nach der Gesichtsreinigung noch mit drauf. Also ich nutze das schon vielseitig für mein Gesicht, so einen ganzen Tag über mal. Entweder halt als Erfrischung oder halt als Primer. Ja. So, und das war jetzt meine kleine Make-up-Ecke. Also hier schminke ich mich immer. Da stehe ich dann morgens immer hier. Und da oben steht mein Parfüm, da steht mein Freund sein Zeugs und mein kleiner Spiegel. Hier stehen halt noch so Salben und sowas. Und hier unten liegt halt mein Föhn, mein Glätteisen. Ich habe jetzt nicht extra geputzt für das Video, also ja. So, und gegenüber habe ich halt noch ein Regal stehen. Hier habe ich halt meine Haargummis, meine Uhr, meinen Schmuck oben drin. Die Ente, die gehört da eigentlich nicht hin. Aber hier habe ich halt noch so meine Pinsel und meine Pinzetten und Nagelfeile und sowas. Da habe ich halt die Pinsel so drin. Ja, die habe ich in so einem Glas. Das wird langsam aber auch eng hier. Und hier sind halt die anderen Pinsel drin. Hier ist noch so ein Highlighter-Stift drin. Den nutze ich gerne. Halt so Nagelscheren und so Pinsel für Masken und sowas drin. Ja, hier sind nochmal Haarbürsten, hier sind nochmal Haargummis drin, diese kleinen oben. Oben habe ich halt die größeren drin und die Spangen. Ich muss unbedingt mal hier aufräumen. Und ja, dann hier unten kommt das nächste Kraus und zwar sind das meine Haarprodukte. Ihr seht ja, also da kann ich ja nochmal ein extra Video drüber machen. Ich habe halt Haarspray, so Kuren, Leave-In-Kuren, getönter Schaum, Salzspray, Sprühkur, alles Mögliche steht hier. Hier ist meine Lippensammlung, die habe ich euch ja beim letzten Mal gezeigt und die sieht jetzt mittlerweile wieder so aus. Ja, hier liegen meine Lippenprodukte. Unten drunter habe ich halt Handtücher und sowas, alles so durcheinander. Hier ist meine Dusche, also hier, ja. Da ist halt mein festes Shampoo zum Beispiel drin. Ja, hier könnt ihr ja auch mal kurz gucken. Also hier habe ich meine Produkte zum Duschen und so drin. Hier ist meine Badewanne und ja, hier sind auch nochmal so ein paar Produkte. Das habe ich halt so zum Baden hier stehen. Also das ist nicht alles irgendwie. So, und hier, wo wir gerade dabei sind, zeige ich euch noch mein unaufgeräumtes Bad. Also hier ist meine Seife, meine Zahnbürsten. Das ist die neue Seife, die ich von der Badefee habe. Die ist super gut. Hier habe ich von Hello Body die Coco Kiss, also das Coco Kiss Scrub. Hier ist eine sehr gute Handcreme, die mag ich sehr gern. Das ist so ein Handschaum von Balea. Ja, hier so Abschminkzeug. Hier die Kiste kann ich euch auch noch kurz zeigen, wenn ich schon dabei bin. Die sieht so aus. Also hier sind so Masken und sowas drin. Hier diese ganzen Konzentrate. Hier ist Pinselseife drin. Ja, hier ist so ein Reiniger drin für die Pinsel. Also, das ist auch alles mal aufräumen bedürftig, würde ich sagen. Da sind halt nochmal so Wattepads. Und das ist die Schublade bzw. Schrank des Grauens.
Hier muss unbedingt aufgeräumt werden, aber ja. Hier oben ist halt so mein Duschöl drin, wo ich meine Schwämme mit sauber mache. Hier sind meine MAC-Lashes drin. Da ist so ein bisschen Schmuck drin, noch so Ohrringe und sowas, Augentropfen, Mikrodermabrasionscreme, die ist auch sehr wichtig für mich. Die nutze ich oft mit meinem Gerät, um ja mein Gesicht halt zu reinigen. Meine ganzen Washis. Ja, ein Tarnmaximizer, Bodylotion, Selbstbräune. Hier ist auch von der Badefee dieser Bodyjoghurt sehr, sehr gut. Die Deo-Creme hier ist sehr gut. Das ist die von Endro. Ja, dann habe ich noch so ein Deo-Spray stehen. Hier ist noch eine Bodylotion von Human and Kind. Hinter halt noch so ein Scrub für die Hände. Ja, hier ist ziemlich viel Chaos. Hier ist Nasenspray. Das gehört hier eigentlich auch nicht hin. Das Waschgel hier von Balea, das Hanfkokos. Das mag ich auch richtig gerne. Meine Gesichtsseife und meine Kernseife, meine feste ist hier drin. Dann hier so ein Peeling fürs Gesicht. Das ist auch richtig gut, aber viel zu teuer, um das nachzukaufen. Ja, Gesichtsbürste. Dann hier so eine kleine Bürste. Damit mache ich immer mein Rizinusöl auf meine Wimpern abends. Augencreme. Das hier, das ist richtig gut. Das ist von Lovely Day, so ein Hyaluronserum. Das habe ich von der Zuschauerin bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist nämlich wirklich richtig gut. Ja, hier habe ich noch eine Augencreme, die ist von Prey Platinum. Die ist sehr gut zusammen mit der, also die mag ich richtig gerne. Ja, dann habe ich hier hinten halt noch gegen Pickel, das ist so ein Spotstick mit Teebaumöl. Ja, da hinten ist halt noch so ein Serum von Yves Rocher und hier ist auch von Hello Body so eine Gold Cream Face Mask. Die habe ich von der Lena bekommen und die traue ich mich gerne leer zu machen, weil die so teuer ist. Ja, die mag ich richtig gerne. Ja, und ansonsten seht ihr ja, ist hier nichts Spannendes drin. Da hinten noch mein Rosenwasser und von BB ein Gesichtswasser. Ja, das ist so mein Bad. Also so die Sachen, die ich täglich nutze. Die gute alte Nivea-Creme, die steht auch noch. Da unten habe ich Natron stehen, damit gurgle ich öfters mal. Finde ich auch richtig gut. So, jedenfalls sind das so die Sachen, die ich jeden Tag benutze. Also hier halt das, was ich euch eben gezeigt habe, und dann halt hier meine Schminkecke. So, hier seht ihr noch mal ganz kurz. Also hier sind so meine Paletten und so Sachen drin. Also wenn ihr da noch mal ein extra Video sehen wollt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann swatche ich euch hier mal ein bisschen was und zeige euch meine Lieblingspaletten. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Also ich hoffe, mein Rundgang, ja, mein Schminkschrank, meine Schminkecke hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick da rein bekommen, was ich so jeden Tag für Produkte benutze und was ich so mag. Und ihr habt eben auch noch meinen Schminkschrank so ein bisschen gesehen, zumindest die eine Schublade. Und wenn ihr da mal ein extra Video zu sehen wollt, was da genau in meinen Schubladen drin ist, dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bei mir kommen jede Woche neue Videos und ihr bekommt immer neuen Stoff zum Gucken. Also abonniert sehr gerne meinen Kanal. Das freut mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Eure Nicole. Tschüss.